Ich, Gaston, genannt Phoebus, der ich mein ganzes Leben lang drei Dingen frönte: den Waffen, der Liebe und der Jagd. Ungestümer Feudalherr und Jäger ohnegleichen, verfasste Gaston Phoebus, Graf von Foix, im ausgehenden 14. Jahrhundert ein Werk, das Wissen, Technik und Tugend vereint. Heute ist es einer der am besten gehüteten Schätze der Bibliothèque Nationale de France. Der Band enthält drei Manuskripte. Das erste und bedeutendste, das Buch von der Jagd. Unsere Ausbildung beginnt mit demjenigen, den Phoebus für den treuesten der Gefährten hält, der Hund. Windhunde, Laufhunde, alle erfüllen bei der Jagd eine wesentliche Rolle. Die Bibel aller Liebhaber der Jagdkunst, Phoebus, beschreibt akribisch die Jagdbeuten und wie man sie stellt. So lehrt er uns, dass man das Wildschwein im Trab verfolgen muss oder listen, wie etwa einen großen Hirsch an seinen Exkrementen zu erkennen. Für unseren Verfasser kann die Jagd nur als eine uneigennützige Tätigkeit verstanden werden, die dem Menschen Würde verleihen und ihn von den weltlichen Freuden ablenken. Dieses Traktat wird mit 86 Miniaturen einer unglaublichen Kraft illustriert, die den Höhepunkt des weichen Stils der Spätgotik darstellen. Sie verdanken ihre beeindruckende Schönheit den drei besten Malern vom Anfang des 15. Jahrhunderts: dem Bedfordmeister, dem Egertonmeister und dem Meister des Sendschreibens von Othea. Die prächtig dekorierten Hintergründe der Illustrationen erinnern uns an die schönen Wandteppiche der Epoche. Das Buch der Gebete lässt seinerseits das unbekannte und wunderbare Gesicht des Löwen der Pyrenäen sichtbar werden. Welch schreckliches Eingeständnis wollte er in seinen Fürbitten ertränken? Der Kodex endet mit den Jagdfreuden von Gaston de la Bigne. Das prachtvolle Manuskript Français 616 wurde ohne Angst von Johannes in Auftrag gegeben. Sohn Philipp des Küken, der seinerseits das erste Exemplar aus den Händen von Phoebus selbst entgegennahm. Jahrzehnte später wurde der Kodex Erzherzog Ferdinand I., Bruder von Karl V., angeboten. Es war der Zeitpunkt, als eine Seite mit dem großen geviertelten Wappen des österreichischen Herzogs hinzugefügt wurde. Zum ersten Mal macht Nolero Editor die vollständige Fassung des Schatzes von Gaston Phoebus dem breiten Publikum zugänglich. Wie reproduziert man zuverlässig seine Schönheit und Exklusivität? Hierbei gibt es kein anderes Geheimnis als Leidenschaft, Know-how und Hingabe. Monatelang untersuchten die Fachleute von Molero Editor das Manuskript bis zum letzten Detail, bis sie eine genaue Nachbildung erreichten. Sein prächtiger Einband ist das Ergebnis eines akribischen handwerklichen Prozesses, der bei jedem Exemplar 96 Stunden dauert. Saum, Rücken, Fäden – alles ist in Handarbeit entstanden. Die Kombination von Vergoldung und Prägung hebt seine unübertreffliche Eleganz und Erlesenheit hervor. Diese erste, einzige und unwiederholbare Ausgabe besteht aus 987 nummerierten und notariell beurkundeten Exemplaren. Den Kodex ergänzt ein umfassender Studienband im Farbdruck, der von 5 international anerkannten Fachgelehrten angefertigt wurde. Eine Schöpfung, um ihre Bibliothek zu bereichern, indem sie ihr einen Hauch von Erhabenheit, Eleganz und Exklusivität verleihen. Dieses Manuskript prägte die Geschichte. Heute wird es ihre Geschichte für immer prägen, da sie in ihm weit über eine Jagdlektion hinausgehend eine Lektion fürs Leben vorfinden werden. Musik